Wenn Patty mitkommt, habe ich so einige Bedenken. In Risen 1 hat sie eigentlich immer bloß in der Gegend gehockt und mich die Arbeit machen lassen. Und offenbar mag der Held sie. Aber war sie mal weg, Ich ne? sollte sie schlafen lassen. Nein, du weckst sie. Ich sollte sie schlafen lassen. Ja, bestimmt hier neben den abgewalzten Bierdosen und Brustkorb? Warum liegt da ein Brustkorb? Sag mal, was hast du hier getrieben? Du hast dich bestimmt nicht nur totgesoffen hier. Das ist ja was. Ah, wir haben es morgen. Mal gucken, was haben wir denn jetzt hier oben? Steht hier jemand so als Wache zum Ausguck? Na? Hopst du da auf hoch? Da ist niemand. Ich kann hier auch nicht hoch. Ich springe gerne Türme runter. Auch wenn es eigentlich total sinnlos ist. Schnell speichern. Ist also auf F5. Gut. Früher war es auf F8, also in Risen 1. Und in Gothic-Teilen immer. Haben sie jetzt offenbar geändert. Jo, ich will aber erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Wir haben ja Betten. Und eine Truhe. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ja, wie? Im ersten Teil konntest du Schlösser knacken. Hast du hier das ganze Talent da weggesoffen? Okay. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ja, lieber in der Kurie knacken oder was? Das geht doch nicht. Die ganze Zeit in der Kurie geknackt und wahrscheinlich hier sich zugesoffen. Dabei irgendwie ein Auge verloren und. Ach Gott, 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 Gott. Sich der Inquisition angeschlossen, die ich eigentlich immer verachtet habe, im ersten Teil auch. Der sieht ziemlich gedrungen aus. So, als wären seine Schultern in keine niedrigere Position zu richten. Ein bisschen merkwürdig sah das bei dem aus. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Ja, das wusste ich nicht. Also, denn... Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff. Obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Okay, ja, das stimmt. Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz, das Tor bleibt zu. Ja, eigentlich sinnlos, weil die Sklaven ja immer noch nach hinten rennen können, um sich in den röstenden Flammen der Zerstörung der Titanen zu bräunen. Ne? Ist ja auch eine Option. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Ja, dann solltest du vielleicht ein paar Götter des Olymps hinschicken. Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und, was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Warum musst du mir überhaupt sagen, was bei mir passiert ist? Nehmen wir die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, mit allem gebührenden Respekt natürlich... Jetzt spuck's schon aus. Also, die Männer erzählen, dass das Okular, das du getragen hast, verflucht war. Und als sie es dir abgenommen haben, hast du dein Auge verloren. Und weiter? Naja... dass das Okular einen bösen Einfluss auf dich hatte, der dich irgendwie verändert hat. So wie es Inquisitor Mendoza verändert hat. Und um das zu ertragen, säufst du jeden Abend ein paar Flaschen rum. Hm. Du wolltest es wissen. Ja, und offenbar hat es den Inquisitor stärker und machthungriger gemacht und mich wahrscheinlich irgendwie sauftrunken und schwächer, weil ich ja keine Skills mehr habe. Entweder das, oder ich habe sie mir wirklich einfach weggesoffen. Zum Beispiel das Schlösserknacken-Talent, weil das geht ja wohl gar nicht. Lago, hast du noch was? Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Naja, okay, ich schleich mich da mal weg. Schnell. So werden wir uns jetzt die ganze Zeit fortbewegen. Warum schleichst du? Warum nicht? Der guckt so komisch. Als wollte er mich gleich küssen. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Sah aber anders aus. Siehst du das nicht?
Nein, ich sah bloß, dass du mich irgendwie küssen wolltest, denn... Tja, das ist doch Schwachsinn. So, der Held von Faranga hat seine eigenen Methoden. Vielleicht lässt er uns ja an seiner Weisheit teilhaben. Ja. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Solltest du nicht einen von ihnen als Trainingspartner nehmen, damit sie es lernen, aber okay. Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, aber hier. Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Ja, okay, aber was? Was für eine geheime Mission? Der Hohe Rat hat beschlossen, eine weitere Expedition in die neue Welt zu schicken. Außer Corrientes kennt nur Kommandant Carlos die Einzelheiten. Sollte ich mal darauf ansprechen? Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst! Es gibt einen Kampf! Okay. Ach schon! Dann wollen wir mal gucken, wie sich der Kampf, die Kampfpraxis so in diesen Kampf ausartet. Gegen Menschen. Wow, auf jeden Fall nicht gut. Der ist viel zu gut. Zeig's ihm! Durch die Tür kämpfen kann ich es vielleicht sogar schaffen. Oder auch nicht. Da liege ich mit dem Kopf in der Wand. Oh, was für ein Kater. Oh, ich fühle mich immer so, als wollte ich mit dem Kopf gegen die Wand. Durch die Wand heißt das. Und das war ich auch. Nun ja, schade. Das hat ja nicht so gut geklappt. Bist du bereit für eine weitere Lektion? Offenbar nicht. Du bist viel zu gut. Schade. Hätte gern mal geguckt, ob ich's drauf hab. Vielleicht ist er auch einfach zu stark. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ur-Sigur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Ur-Sigur? Ha, den Namen kennen wir aus dem ersten Teil. Und wir haben dieses Übel auf die Welt gelassen. Auch fand ich es gerade schade, wie Carlos einfach zu uns hin teleportiert ist. Also, die Animation, die da gefehlt hat, schade. Naja, erinnert mich so ein bisschen an Dragon Age, das habe ich da auch nicht so gemocht. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Okay, und niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt deinen Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Alter, dein Haar brennt. Da guckst du, hä? Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück.
Warum ich übrigens so spät aufnehme? Ich wollte eigentlich erst morgen wieder aufnehmen, weil ich habe noch ein bisschen an der Einstellung umgewerkelt, aber ich habe gemerkt, ich habe doch nicht genug Platz, also genug Freiraum für 2-3 Parts, die ich jetzt über die Nacht hochladen lassen will, weil ich kann über die Nacht hochladen. Jetzt für die nächsten 4 Tage. Es wird also 4 Videos geben, das lasst euch schon mal gesagt sein. Nun ja, also nicht wundern, dass ich so spät aufnehme und vielleicht nicht unbedingt in der besten Form bin. Obwohl ich glaube, es ist besser als beim ersten Aufnahmeversuch. Also bei der ersten Aufnahme, weil meine Nase ist zum Beispiel frei. Und ich bin allein zu Hause. Jedenfalls glaube ich das. Naja. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Naja, egal. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen. Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. In welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen? Ihr wisst nicht, ob eure Leute mit den Piraten kooperieren? Kriegt ihr denn keine Berichte? Ich hätte eher gedacht, dass die Piraten die Leute foltern könnten und deswegen wäre es besser, wenn niemand von meiner Existenz weiß, beziehungsweise von meiner Angehörigkeit weiß, damit mich niemand verpfeifen kann, außer sehen. Ja, hi, da bist du ja wieder. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Sie ist nicht so gekleidet wie Jack Sparrow, sie bewegt sich auch so. Es ist... Und der Kraken. Alles Anspielungen auf Pirates of the Caribbean oder Inspirationen? Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Okay, klingt gut. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Gut, dann mach das. Und ich glaube... Nein. Klein wenig habe ich noch. Ich wollte mich noch mal am Strand umgucken. Vielleicht wieder... Selten dämlich. Selten dämlich! Was? Gut. Davon stirbt man doch nicht. Nein. Oder? Ich meine... Okay, kann ich wohl so stehen lassen. Naja. In jedem Fall, was ich auch gerade sagen wollte. Ach, ich hatte doch so wenig Leben. Ich komme hier raus. Spreche dann gerade nochmal den Dialog mit Patty durch, speichere ab und ich glaube, dann lassen wir es auch gut sein. Da habe ich wieder ein bisschen was, was ich euch präsentieren kann und wir machen dann morgen weiter in besserer Form. Und? So. Gut geschlafen, wahnsinnig rum. Mehr über meinen Vater, dein Vater. Der Vater deiner Mutter ist der Vater meines Vaters und das ist abgemacht, denn wir haben den Vater des Vaters, der Vater ist. So. Ja, speichern. Nochmal so speichern. Dass es so viele Autospeicherungen hier macht. Aber wie sind wir an Tag 4 gekommen? Das Ganze hier ist 2 Tage nachdem das mit dem Unglück passiert ist auf dem Schiff. Aber das war doch Tag 2. Merkwürdig, und er rechnet er in doppelten Tagen. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dann.